Mir gefallen am besten die Dolomitensagen. Eine davon besonders die des Rosengartens und des König Laurens. König Laurens war ein Zwergenkönig. Die Zwerge schürften nach Edelsteinen, Gold und edlen Metallen in den Bergen. Es trug sich zu, dass der König des Etschtals ein großes Fest feierte, zu dem Zweck, dass seine Tochter einen Bräutigam finden möge. Alle wurden dazu eingeladen, nur König Laurens nicht. Das erzürnte den Zwergenkönig sehr und er beschloss trotzdem hinzugehen. Natürlich hatte er eine Tarnkappe. Er machte sich unsichtbar mit dieser Tarnkappe, ging trotzdem zu dem Fest hin, sah die wunderschöne Prinzessin und entführte sie. Der Zwergenkönig verschleppte die Königstochter, die Prinzessin, in sein Zwergenreich, in die Minen voller Gold und Edelsteine und versuchte, das Herz der Prinzessin zu gewinnen, was ihm nicht gelang. Gleichzeitig suchte der König verzweifelt nach seiner Tochter. Er ahnte schon, wer sie geraubt haben könnte und zog mit seinen Rittern zum Rosengarten hin, um die Tochter wiederzuholen. König Laurens sah die feindlichen Ritter, die ihm seine vermeintliche Braut wegnehmen wollten, angeritten kommen und legte seinen Zaubergürtel an, der ihm die Kraft von 12 Männern verlieh. Trotz dieses starken Zaubers gelang es ihm aber nicht, die anderen Ritter zu bezwingen. So griff er zu einer anderen Zauberlist und stülpte wieder seine Tarnkappe über, um zu fliehen. Die Tarnkappe machte ihn unsichtbar, aber er floh durch seinen Rosengarten. Und am Wippen und sich Bewegen der Rosen sahen die feindlichen Ritter, wo sich der Zwergenkönig befand. Schnappten ihn trotzdem, übermannten ihn und nahmen ihn gefangen. König Laurens war so erbost über sein Schicksal, dass er den Rosengarten mit einem Fluch belud. Der Rosengarten war wunderschön, er strahlte in vielen Farben. Er bestimmte, dass diesen Rosengarten nie mehr ein Mensch betrachten sollte, weder bei Tag noch bei Nacht. Er vergaß aber die Dämmerung. Und so sehen wir auch heute noch das Rosengartenmassiv in den Abendstunden in herrlichen Rottönen erstrahlen.